Dolch im Herzen. Verblutet Westeuropa durch den Kaliningrader Dolch? Am vergangenen Wochenende machten Äußerungen eines Beraters des amerikanischen Präsidenten in den russischen Medien die Runde. Gefunden wurden die Äußerungen in der Bild-Zeitung in Deutschland, die ein Interview veröffentlicht hatte. Der Sicherheitsberater des US-Präsidenten hat die militärische Infrastruktur im Kaliningrader Gebiet in einem Interview als Dolch im Herzen Europas bezeichnet. Er glaubt zu wissen, dass die Verantwortlichen in Russland in der Kaliningrader Region eine gewaltige Menge an Raketen und anderer Bewaffnung konzentriert haben. Alles gerichtet gegen die Verbündeten der USA in Europa, insbesondere jedoch gegen die baltischen Staaten. Russland hat, so der US-Berater, Kaliningrad zu einer geschlossenen Militärbasis gemacht. Im Weiteren beklagt er sich, dass Russland trotz eines bestehenden Vertrages über den offenen Himmel keine Flüge über dem Kaliningrader Gebiet gestattet. Und der Herr Sicherheitsberater parliert in dem Interview über durch Russland nicht genutzte Möglichkeiten, Kaliningrad zu einem Hub für Handel und Tourismus zwischen Russland und Westeuropa zu machen. Während einer militärmedizinischen Ausbildung, die ich vor vielen Jahren durchlaufen habe, wurde mir beigebracht, auf keinen Fall einen Fremdgegenstand bei einem Verletzten aus dem Körper zu entfernen. Denn der Verletzte könnte dann verbluten. Verbleibt der Fremdkörper, dient er bis zur Möglichkeit einer qualitativen Operation wie eine Art Pfropfen, der den Verletzten am Verbluten hindert. Da also Kaliningrad der Dolch im Herzen Europas ist, sollten die Amerikaner diese altbekannte medizinische Weisheit beachten. Dolch Kaliningrad weg, Patient Europa tot. Über die Menge der angesammelten Militärtechnik kann ich mir als Kaliningrader Zivilist kein Urteil erlauben. Ich sehe jedes Jahr viermal Iskander-Raketen, Wal, Baal und S-400-Raketen, einen Panzer T-34 und viele Militärmusiker im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Militärparade anlässlich des Sieges im Zweiten Weltkrieg. Aber es ist sicherlich unstrittig, dass sich in den letzten Jahren, nachdem das Kaliningrader Gebiet bis zum Jahre 2012 fast völlig demilitarisiert worden war, wieder einiges getan hat, um die Sicherheit wieder zu verbessern. Unklar ist mir persönlich, warum sich diese Militärstruktur, insbesondere die Raketen in Kaliningrad, gegen die baltischen Staaten richten soll. Ich bin kein Spezialist auf diesem Gebiet, aber mir scheint, dass die Militärstruktur im russischen Mutterland, unmittelbar gelegen an den Grenzen zu Lettland und Estland, die Aufgabe hat, im Falle eines Konfliktes für die Unverletzlichkeit der russischen Grenzen zu sorgen. Die Militärstruktur in Kaliningrad scheint mir bestens geeignet, Polen und Litauen Grenzen aufzuzeigen und den Landweg für NATO-Truppen ein wenig unpassierbarer Richtung Ostfront zu machen. Und was den offenen Himmel anbelangt, den die Russen verschlossen haben sollen, gehen wir einfach mal davon aus, dass dem wirklich so ist und die bösen Russen mal wieder den NATO-Tauben das Fliegen nicht gestattet haben. Selbst Nicht-Militärs wissen, dass man heute, um ein Gebiet aufzuklären, nicht über dem Gebiet fliegen muss. Die Amerikaner fliegen schon seit vielen Jahren nicht mehr über dem Kaliningrader Gebiet im Rahmen des Vertrages offener Himmel, kommentieren russische Fachleute. Sie, die Amerikaner oder andere NATO- und Nicht-NATO-Partner, fliegen fast täglich entlang der russischen Grenze im Bereich Kaliningrad im neutralen Luftraum und klären auf und haben an Bord genau die Technik, die man braucht, um alles zu sehen und zu hören. Und das,
Was diese Flugzeuge nicht aufklären, wird aus dem Weltraum aufgeklärt. Das gegenwärtige Gejammere über die bösen Russen ist also nur wieder das Übliche. Haltet den Dieb. Und der Herr US-Berater spricht von Kaliningrad als einer geschlossenen Militärbasis. Das ist etwas unverständlich. Erst im vergangenen Jahr hat Kaliningrad das kostenlose elektronische Visum eingeführt und Zehntausende sind gekommen. Allerdings keine Amerikaner. Die sind gemeinsam mit den Briten von diesem Visa-Regime ausgenommen und dürfen nur mit einem kostenpflichtigen Touristenvisa nach Kaliningrad einreisen. Was also meint der Herr US-Sicherheitsberater nun? Oder meint er, dass die Russen es Neugierigen nicht gestatten, Militärbasen sozusagen als touristische Alternativziele zu besuchen? Das stimmt natürlich. Ich bemühe mich seit vielen Monaten darum, eine ganz bestimmte militärische Einheit im Kaliningrader Gebiet besuchen zu dürfen, um eine Reportage zu machen. Und als Antwort erhalte ich: Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Und um abschließend noch ein paar Worte über die verpassten Chancen zur Schaffung eines Hub für Handel und Tourismus in Kaliningrad zu schaffen. Schon 1996 hat Kaliningrad die Sonderwirtschaftszone geschaffen. Sie hat mehrere Reformen durchlebt und hat im Westen niemanden interessiert. Alle ausländischen Investoren strömten nach Moskau und St. Petersburg, wo die Bedingungen wesentlich schwieriger, wesentlich teurer waren. Merkwürdig ist dies aber nur für diejenigen, die logisch denken. Denn es ist doch völlig unlogisch, dass der Westen mit seinen Investitionen hilft, Kaliningrad zu einem russischen Wirtschafts- und Tourismusparadies zu machen, in dem sich die Bevölkerung wohlfühlt. Es ist deshalb unlogisch, weil es logisch ist, dass es der Bevölkerung möglichst schlecht gehen muss, um alle notwendigen Voraussetzungen für separatistische Bestrebungen zu schaffen. Und genau für diesen Fall hat man schon mal humanitäre US- und andere Berater in ausreichender Anzahl rings um den Kaliningrader Dolch einquartiert, die wohl helfen sollen, den Dolch aus der Wunde zu ziehen. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, мы волшебную косим трын траву.